Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Amerika, und zwar in Riverbend Springs. Ja, geht nicht. Gut, Quaderballen bin ich noch schützt, nur Rundballen. Aber das Gras ist nun mal da, das wird zumindest mal nicht schlecht. Das ist einzig Trost. Das ändert sich ja nicht, passt auch. Da müssen wir halt gucken, dass wir hier mit Gras füttern erstmal. Ist zwar nicht 100% optimal, aber geht nicht anders. Ja, also ne. Dann können wir die Dinge verkaufen. Rundballen, da werde ich höchstens mal gucken, ob die Wickelkombi nehmen. Es war kleinere Ballen, aber aktuell für unsere Wiese aktuell würde ich mal eher noch nicht. November würde ich meinen. Oder für was wir Heu machen. Ich wollte aber Geld verdienen. Das ist mir wichtiger als. Butter ist voll, also es reicht. Also zwei Ballen habe ich jetzt drin. Ja. Ist immer so. Das Teil beim Verkaufen, den Ballen werden wir sicherlich dann auch behalten. So, haben wir schönes McDonald's Pack Traktor. Der kostet 54.000. Da können wir uns zulegen, ne? Das ist kein Problem, das aber. Weil wir Finanzen. Wir haben was drin, 605. Wir können ein bisschen was verkaufen. Das haben wir schönes hier für Land. Ballenwickeln, ja. Das kennen wir jetzt schon. Verkaufen. Kredit. Büffelmilch. Achso, ja genau. Ja. Kredit. Sind nicht ja, gut. Fahrzeuge oder müssen wir echt ranfahren verkaufen? Ist ja scheiße. Ja, brauchen wir nicht das ganze Problem. Müssen wir einklappen. Machen zu. Ja, was soll's, ne? Enttäuschend. Bleibt nicht doch so raus, ne? Ich will hier mal den Ball. Das muss ich jetzt nicht extra zum Händler fahren und wieder abholen. Irgendwie rausziehen, irgendwie raushebeln. Ich dachte, man muss da hinten ran machen, aber das zu hören gelesen, geht nur für Rundballen. Also was Grastechnik angeht, ist nicht viel was los, ne? Also ist nicht so berauschend, ne? Einzige, was wir jetzt verwenden können, ist Gras und Füttern. Also Runde zum Glück, also das hat nicht verdirbt. Ne? Also normalerweise ganz hinterher wegschmeißen. Hätte Heu machen müssen, wäre besser gewesen. Heu hätten wir gut verwerten können. Ohne Entwicklung und so, ne?
Ja. Müssen gucken, was wir also machen können. Was? Haben die Hühner an Honig wieder da? Ja. Zug? Nee. Das ist zu spät. Jo. Pickelkombi? Brauchen wir mal nicht. Höchstens für die Fläche im Hof, ne? Also. Das Gras, na, ist auch ein Teil zu teuer für die ganze Sache. Also, wenn wir Mais haben und das machen können, ja, okay. Aber wir haben aktuell kein Mais. Und ein Hexer kostet auch so viel Geld, ob man da ganz ruhig sagen können, dass das nicht funktionieren würde. Aber ich könnte theoretisch meine Fläche anpassen, vergrößern und Junge, das Gerät muss zurückgeben werden. Falsche Beratung. Na, schläfst ein. Das sind noch einigermaßen. Hätten wir es gut schreiben müssen. Ja, gut. Das wäre. Würde dann auch gehen. Brauchen wir irgendwas? Nö, ne? Quaderwahlpresse. Können wir dann auch verkaufen normalerweise. Oder nehmen die Rundballenpresse und ein 80er und dann mit dem anderen Mittelkombi dann die Rundballenpresse. Das würde gehen. Und auch aktuell ist es nicht relevant, weil wir das nicht brauchen werden. Ich werde mal den Flug stampfen und beziehungsweise werde rüberfahren und also die Gerätschaften holen zum Hofzeug und dann werden wir hier mal gucken, Kredit aufnehmen. Wenn die Fläche noch dazu kaufen und alles schön, ja, blühen und oder Gruppe zumindest geht ja auch wohl. Ich kann kein Feld erstellen, dann muss ich erst einen Bot runterladen, ne? Aber ich will ja nicht unbedingt Gruppe, ne? Wir flügen nur erstellen, ja, gut, ganz jetzt sinnvoll, ne? Das funktioniert auch nicht so, wie es sein würde, eigentlich gedacht habe. Das sind aber auch so eine Zinken. Ganz komisch. Halt! Verkehrte Richtung. Da wollen wir hin. Zum Hof. Ja, Donnerstag. Übrigens Hinweis. Ja, Freitag ab 20 Uhr. Und Samstag. Ja, ab 16 Uhr sind wir pauschal. Das kann auch 15 Uhr werden. Je nachdem, wie ich da fit bin. Livestream. Bisschen mal so wieder angewöhnt, dass wir ein bisschen häufiger online sind. Mal probieren, ne? Ruf kann man jetzt das Buchstück hin. Ich bin grad dran, ne? Bei den Bienen, dann ist es sicher. Gehen wir ganze Paletten raus? Bei den da jedenfalls nicht. Diesen Specht. Bei den Eier. Wie voll haben wir jetzt hier? Da ist wahrscheinlich auch ein Bug.
Ah, das ist im Grunde egal. Also schwere Eier, schwere Eier. Heute haben sie noch Nachwuchs in einem Monat. So, okay. Oh. Was sehen meine Augen? Die Tomaten sind reif. Chili ist reif. Salat ist da. Lauchzwiebel und das Zeug hier. Erdbeeren. Könnte ich jetzt gebrauchen. Also frische Erdbeeren, also im Frühling die Dinger schmecken ja perfekt. Nicht jetzt aktuell. Ja, kannst auch vergessen. Mal gucken. Ich glaube, Palette müsste ein Kilo sein, ne? Ich glaube, eine Palette, 1000. Mal gucken. Steht da was? Erteilen? Behalten? Kaufen? Behalten? Verkaufen? Verteilen als Käse? Wie können wir es auslagern? Gar nicht, ne? Oder das fliegt halt, wenn es voll ist, raus. Kann auch sein. Das kann sein. Voll verteilen. Der Käse. So wie hier. Aber mehr geht gar nicht rein. Der Stall ist ja voll. Ja, den müssen wir auch nach Hause bringen. Ja. Meine Fläche wird noch ein bisschen dauern. Also die wir angelegt haben. Müssen wir längerfristig gesehen doch die Rundbahnplätze kaufen, die Kombi. Oder hier die Ballen auf 220 reduzieren, dann wird es gehen. Aber nicht mit der Pickelkombi, das geht nicht, die andere. Ist halt mal so. Für Stroh ist das gut, für Heu auch, aber für... Na gut, bei Rundballen 180er müssen wir gucken. Was die Pickelkombi kann, die andere. Eine Spezialfirma da. Die blaue. Soll ja ein bisschen Geld reinbringen, das Zeug. Grastechnik, da kann man die Feuerballen verkaufen. Aber aktuell ist das nicht so wichtig. Obwohl, der Wert ist ja immer höher, wenn man hier früher verkaufen, ne? Ist ja halt so. Dann. Mal gucken, was die andere auch kann, ne? Die kann auch 125er, oder das ist schon mal an sich ungünstig. Und der kann nur pressen. Bis 180, aber das nützt mir ja nichts. Weil muss ja auch gewickelt werden. Das ist wieder extra Arbeit. Und der kann bis 150, ja, aufpassen. Und der auch nochmal 50. Das ist doch für Quaderball, ne? Rundballen, Rundballen. Warum kann er nur 150? Ist halt so. Und der macht 280, aber ja. Wir haben keinen anderen Wickler. Und der kann nur 220 Quaderballen. Aber auch Rundball, ne? 150er. Und dann brauchst du keine kaufen, die 180 kann, dann kannst du keinen Fehler machen, ne? So wie 140 ist ein Fehler. Also die wäre im, ja, da hast du mindestens alles in einen, ne? Was kostet die? 112. Ja. Ja, dann bist du ein besserer
besser dran. Wir kaufen da gleich komplett. Dann die kann aber auch Heu, die kann auch Silage oder einfach nur Stroh. Zwar nicht so groß, aber was soll's. Die Menge an Stroh, die wir haben, ist auch egal. Welterstellung können wir auch später machen. Das ist nicht so wichtig. Dann können wir auch die Quaderwahlen sammeln, Dings verhügern. Wir verkaufen mal alles. Der riesige Geschoss, ne? So anguckst und so. Das Größenverhältnis aber passt. Das ist ein Format her, ne? Muss ja irgendwie. Muss ja alles über passen, ne? Verkaufen wir das Teil, verkaufen wir. Den Sammelwagen und dann holen wir uns dafür die Rundballenpresse. Ich hoffe, dass mal irgendwann ein Mod kommt hier mit Pöttinger. Oder zumindest einen anderen Wickler mit 150, ne? 180 gab es ja nie. Als Kombi. Aber halt als 150er, ne? Ach ja. Hintern brennt. Ach ja, bearbeiten wurde, genau. Ja. Oder morgen früh halt, ne? Schauen. Zwei Folgen wollte ich auf jeden Fall noch bearbeiten. Und heute hochladen. Das morgen, das sind auch morgen entsprechend am Sonntag bearbeitet ist, ne? Wenn nicht bearbeitet ist, dann ist die Qualität wirklich am Keller, ne? Ist ja halt mal so. Da können wir gleich die Rundbahnpresse kaufen. Das ist erledigt. In der Straße ist zu spät. Brennt der hinten. So. So, Händler eintauschen. Eintauschen, er kann die brauchen. So. Wahnsinn. So, verkauft. Wieder mal gucken. Ja, nutzt auch nichts, ne? Leider. Leider. Ballendreher kommt schon nehmen, ne? Weiß, schwarz. Leer ist ungünstig. Weiß. Metallfolie. Oder Mantelfolie. Mantelfolie. Was dann anders? Mantelfolie, nicht Metallfolie. Ich muss richtig lesen. Ja, was soll man machen, ne? Mangels an Ausdruckmöglichkeiten, was dann angeht. Also wir arbeiten ja alle nicht, die Augen passieren hier. Ich hätte gerne andere gekauft, ne? Also Pöttinger, ne? Pöttinger. Ah. Aber gut. Müssen wir so nehmen, wie das. Vielleicht die Rundballpresse. Wagen kaufen. Oh, die Schwarz, das sollte auch wie heute gewesen sein. Ja, schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.